ein relativ gutes Spiel abgeliefert beim HSV. Welche Erkenntnisse nimmt man jetzt für das Spiel gegen Braunschweig mit, das wahrscheinlich ein bisschen anderes werden wird? Ja, es wird ein ganz anderes Spiel. Ja. Wir haben in Hamburg wirklich sehr leidenschaftlich gespielt, sehr mutig. Wir können wirklich stolz sein. Das ist natürlich ärgerlich, wenn du mit leeren Händen heimfährst, aber das, was wir da gezeigt haben, mit allem drumherum, wenn man sieht, wer alles gefehlt hat. Das habe ich da im Fernsehen verfolgt und da wird es x-mal wiederholt, wer bei Hamburg fehlt und einmal irgendwo am Rand, auch wer bei Regensburg fehlt, obwohl das dreimal mehr war, glaube ich. Können wir wirklich stolz sein und sagen, dass die Jungs auch, die nicht so oft gespielt haben, man sieht, dass die gut gearbeitet haben, dass die nie Anschluss und Glaube verloren haben, dass das einfach im Team stimmt, dass alle da sind, wenn man den braucht und wenn einer Chance kriegt, dann ist er da und das ist sehr erfreulich und genau da muss man ansetzen für Mittwochabend. Es wird ein anderes Spiel, es ist ein anderer Gegner mit einer Art und Weise von Fußball, die spielen, aber eine sehr unangenehme Art und Weise und da müssen wir wirklich wieder auf 100 gehen und diese Leistung von Hamburg bestätigen, aber dann auch Punkte hier behalten. Beschäftigen uns weniger damit. Wir wissen, dass ein Braunschweig einen guten Kader hat, auch wenn es Uca nicht spielt. Wir wissen aber auch, dass Uca sehr, sehr, sehr wichtig ist. Wir wissen aber auch, dass unsere Mannschaft oder unsere Verteidigung auch sehr viele gute Stürmer immer wieder ausgeschaltet hat und ausschalten kann. Von Terode bis, weiß ich nicht, wie die alle heißen. Von daher, ob er spielt oder nicht, ich hoffe, dass er nicht schwer verletzt ist. Ich freue mich, ihn zu sehen, aber dass wir den auch in den Griff kriegen, das wird eine Aufgabe, wenn er da ist.